Andacht am 10.08.2022 von Reinhard Hirtler. Übersetzt und zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Auferstehungskraft. Wir gehen heute zum Epheserbrief. Das ist das, was ich heute früh gelesen habe. Epheser 2. So ein schönes Kapitel. Der Epheserbrief ist so reich. Er beschreibt in der Tiefe, was Kirche eigentlich ist. Die Kirche oder Gemeinde ist das Geheimnis des neuen Bundes. Sie ist das, was entstand, nachdem Jesus auferstand vom Tod. Paulus beschreibt sehr genau, wie Gemeinde aussehen soll. Das ist so ein reiches Buch. Also, Epheser Kapitel 2, ich lese es aus der Passion-Übersetzung. Vers 6. Er hob uns empor mit Christus, dem Erhabenen, und wir stiegen mit ihm hinauf in die herrliche Perfektion und Autorität des himmlischen Bereichs, denn dort sitzen wir nun in Einheit mit Christus. Das heißt, wir müssen gestorben sein, sonst können wir nicht auferstehen. Hier liegt ein wichtiger Schlüssel. Wir müssen im Auferstehungsleben leben, nicht im Kreuzigungsleben. Wenn du nur für dich selbst lebst, bist du nicht glücklich. Ein Leben der Selbsthingabe ist das einzige Leben, das Sinn macht. Viele Christen bleiben stecken in diesem "Ich bin gestorben in Christus". Sie leben nichts im Leben Christi, weil sie nur gestorben in Christus leben. Sie meinen, sie müssten ihr Kreuz tragen. Ich habe viele schreckliche Theologien gehört von Christen, die nur aus dem Kreuz leben. Kennt ihr diese Geschichte? Ein Mann geht auf eine Wanderung durch den Wald und trägt seine Frau auf dem Rücken. Dort im Wald begegnet ihnen sein Pastor. Verwundert fragt der Pastor: "Warum trägst du deine Frau auf dem Rücken?" Die Antwort des Mannes: "Du hast doch heute früh gepredigt, wir sollten unser Kreuz tragen." Das ist ein Witz, klar. Aber ich habe viel Ähnliches gehört. Viele Pastoren lehren, du musst dein Kreuz tragen. Und viele Menschen sagen von anderen, er trug sein Kreuz. Leute, das ist alles Religion. Gestorben mit Christus bedeutet, nicht mehr in der Selbstsucht leben. Das Traurige ist, dass viele Christen genau darin verharren. Sicher ist es eine wichtige Tatsache, dass wir mit Christus gestorben sind, aber wir können nicht im Kreuz stecken bleiben. Als Christus aus dem Grab kam, kam er anders da heraus, als er vorher war. Er war der auferstandene Christus mit einem Auferstehungsleib. Er konnte durch die Wand in Räume hineingehen. Jesus drückte aus, was Auferstehungsleben bedeutet. Er war so radikal verändert, dass Maria, die ihn doch gut kannte, ihn nicht erkannte. Also, Auferstehung ist so anders als Kreuzigung. Die Bibel sagt, wir sind auferweckt mit Christus. Wohin du auch gehst, sollte das Leben Christi durch dich fließen. Die Leute sollten auf dich aufmerksam werden und dich anstarren, weil sie spüren, dass das Leben Christi durch dich fließt. Warum ist das nicht so? Vielleicht bist du zu sehr in der Kreuzigung verhaftet? Vielleicht hast du diesen Lebensstil nicht aktiviert? Alles, was du lebst, kannst du nur durch Christus leben, im vollbrachten Werk des Kreuzes. Das können wir in den ersten Versen lesen. Christi Auferstehung muss durch die Menschen fließen, die Auferstehungskraft. Das müssen wir im Glauben ergreifen. Du kannst also nicht morgens aufstehen und sagen, Mann, ich möchte länger schlafen, ich bin noch so müde und erschöpft. So wirst du das Auferstehungsleben nicht leben, denn du proklamierst die Müdigkeit in dein Leben hinein. Du schreibst Erschöpfung auf dein Herz. Wenn du aufwachst und noch müde bist,
darfst du nicht das aussprechen, was du in deinem Körper spürst, sondern du musst das aussprechen, was du glaubst. Heute früh entschloss ich mich, nicht früher aufzustehen. Ich blieb im Bett liegen und verbrachte dort meine Zeit mit Jesus. Das war schockierend für Debbie, sie ist das nicht gewohnt. Sie war überrascht. Was ist mit meinem Ehemann geschehen? Liebling, ich bin schon lange wach, aber ich habe meine Zeit mit Jesus im Bett verbracht. Also, wenn du aufwachst, musst du das Auferstehungsleben über dich aussprechen. Du darfst nicht das aussprechen, was du im Körper spürst. Genau da am Morgen legst du fest, wie du deinen Tag verbringst. Geh in deine Herzenszone und sag: Jesus, danke, dass du das Auferstehungsleben schon hast. Danke, Jesus, dass dieses Auferstehungsleben viel mehr Kraft hat als die Müdigkeit in meinem Körper. Danke, dass ich in diesem Auferstehungsleben lebe und deine Kraft jetzt durch meinen Körper fließt. Du wirst erleben, wie die Auferstehungskraft in deinem Körper spürbar wird. Denk an die Leute, die keine Christen sind. Sie dominieren ihren Körper mit der Kraft ihrer Herzen, auch wenn sie denken, es sei die Kraft ihres Denkens. Wie viel mehr muss das mit Christus funktionieren? Es steht hier in der Bibel, dass ihr mit Christus auferweckt worden seid und die Auferstehungskraft in euch wirksam ist. Sie drückt sich heute durch euch aus. Was also wird geschehen? Diese Kraft wird von den Menschen um euch wahrgenommen werden. Sie wird ändern, wie euer Tag heute verläuft. Sie wird das Leben Jesu durch euch ausdrücken. Schaut, Leute, Gott sprach zu mir etwa ein Jahr bevor ich heiratete durch einen Bibelvers, der mich immer begleitet. Sprüche 16,3. Befiehl dem Herrn deine Werke und du wirst immer gelingen haben. Oder anders ausgedrückt, bevor du irgendetwas tust, vertraue völlig auf Gott und du wirst immer Erfolg haben. Was aber machen wir? Wir schmieden Pläne und planen und planen und wundern uns dann, warum nichts funktioniert. Was wäre, wenn wir, bevor wir irgendetwas anfangen, ja, bevor wir überhaupt an einen Plan denken, wenn wir erst zu 100% auf ihn vertrauen würden? Dann hätten wir nur noch Erfolge. Wir leben unser Leben so falsch. Wir machen eine Million Pläne und wundern uns dann, dass uns so vieles nicht gelingt. Aber wir vertrauen nicht zuerst Gott. Ich vertraue seiner Auferstehungskraft jeden Morgen neu. Sie drückt sich durch mich aus. Ich vertraue keinem Politiker. Ich vertraue nicht auf meine Frau, dass sie es richten wird. Ich vertraue weder meinem Dienst noch irgendeinem Mitarbeiter. Ich vertraue zu 100% auf ihn. Wenn das dein Lebensstil wird, oh Vorsicht, das kann man jetzt wieder falsch interpretieren, als würde ich mir widersprechen. Also, wenn das dein Lebensstil wird, dann kannst du planen, was du willst und es wird dir gelingen. Also, bevor du irgendetwas planst, musst du zu 100% ihm vertrauen. Das ist das Vertrauen eines kleinen Kindes, das sich bei der Mutter oder beim Vater birgt. Dann wirst du nicht mehr negativ denken und keine Umstände werden dich mehr beeindrucken. Du wirst auch in negativen Situationen auf Gott vertrauen. Also, wir sind auferweckt mit Christus. Allein das ist schon so wunderbar. Hey, ich bin auferweckt. Ich habe das Auferstehungsleben Jesu. Ich brauche nichts anderes mehr. Jesus, drücke dich heute durch mich aus. Wenn ich selbst mein Leben ausdrücke, ist das sehr viel Stress. Wenn ich merke, dass ich Stress habe, muss mir klar sein, dass das immer mit meiner inneren Einstellung zu tun hat. Morgen werde ich fürs Mentoring eine neue Lehre aufnehmen zum Thema Stress vermeiden. Das ist so wichtig. Es ist wissenschaftlich erforscht, dass Stress gefährlich für das Leben ist.
So viele Menschen leben mit Stress. Doch Stress ist kein äußeres Problem, sondern ein inneres. Wenn ich spüre, dass ich gestresst bin, das kommt nicht oft vor, dann halte ich rasch inne und stelle fest, meine Umstände sind nicht falsch, sondern es geht um meine innere Einstellung. Seht den großen Unterschied. Wenn ich versuche, mein Leben für Jesus auszudrücken, werde ich gestresst sein. Alles, was ich für Jesus tue, ist Stress. Doch was Jesus durch mich tut, ist kein Stress. Das ist der Schlüssel, den Paulus den Ephesern beibringen will. Ihr seid aus eurem Tod auferweckt worden. Bleibt nicht am Kreuz stehen. Das ist eine wunderbare Wahrheit, die wir den ganzen Tag feiern könnten. Diese Wahrheit hört nie mehr auf. Es gibt ja eine Fußnote in der Passion-Übersetzung. In den Himmel versetzt zu sein bedeutet, dass wir die Vollkommenheit und Autorität erhalten haben, dort zu sein. Im Himmel gibt es nur vollkommene Leute. Und wir haben die Vollkommenheit und Autorität erhalten, jetzt schon mit Jesus im Himmel zu sitzen. Er hat uns nicht nur erlöst von unserem schrecklichen irdischen Leben, sondern er hat uns emporgehoben zu sich in den Himmel. Oh, wenn unsere Herzen nur diese Wahrheit ergreifen könnten. Jesus wandelte über diese Erde. Er starb am Kreuz und wurde begraben. Wir leben auf dieser Erde. Durch die Taufe sind wir mit ihm gestorben und begraben. Er ist auferstanden und thront im Himmel. Wir sind auferstanden mit ihm und wir haben in ihm die Vollkommenheit und Autorität erhalten, mit ihm neben dem himmlischen Vater zu sitzen. Wenn wir ans Ende von Kapitel 1 gehen, finden wir dort das Gleiche. Ich lese ab Vers 20. Das ist die mächtige Kraft, die freigesetzt wurde, als Gott Christus aus dem Tod befreite und ihn erhob in höchste Ehre und in alle Autorität im himmlischen Bereich. Nun ist er erhöht vor jedem anderen Führer, vor jeder anderen Autorität, vor jeder anderen Regierung und vor jedem anderen existierenden Bereich der Macht. Er ist herrlich inthronisiert über jeden Namen, der jemals gepriesen wurde, und das nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem Zeitalter, das noch kommen wird. Er allein ist der Anführer und die Quelle von allem, was die Gemeinde braucht. Er redet von der Auferstehungskraft. Er ist erhoben als der Höchste über alle Macht und Autorität. Er ist erhoben über alle Namen, die jetzt sind und jemals sein werden. Paulus führt in Epheser 2,6 das weiter aus, was er hier schon beschreibt. Wir müssen begreifen, dass wir die gleiche Autorität haben wie Jesus, die oberste Autorität. Wenn wir begreifen, was mit Jesus geschehen ist, dann wissen wir, was auch mit uns geschehen ist. Leute, überlegt mit mir. Ganz Brasilien steht in Erwartung der diesjährigen Wahlen. Wir werden in Zukunft nicht von einem netten Menschen regiert werden, der sich um die Menschen sorgt und ihnen eine gute Zukunft verspricht. Ich habe keine einzige Person in Brasilien gehört, die nicht von ihren eigenen Vorstellungen geleitet wurde. Kein einziger hat sich von Jesus leiten lassen. Aber wenn die Menschen, die Gemeinde heißen, wenn diese kleine Gruppe Menschen, die aus dem System, das sich Welt nennt, herausgenommen wurde, wenn diese Leute ein Leben führten, das Christus erhöht, dann würden sie ein Auferstehungsleben leben. Jesus regiert im Leben der Christen. Die Menschen drücken Christus durch ihr Leben aus. Das ist das Herz Gottes.
Aber wir haben so viel Vertrauen in Menschen gesetzt, die nicht auf Gott vertrauen. Statt auf die Tiefe des Todes und der Auferstehung Jesu zu vertrauen, vertrauen wir auf die Welt. Das ist die Form, wie Jesus regiert. Geh an einen Ort, wo Menschen unterdrückt werden vom Teufel, wo Krankheit und Tod herrschen und bringe Heilung. Geh irgendwo hin, wo eine Katastrophe stattfindet und bring Frieden und Versöhnung. Das ist die Auferstehungskraft. Das ist die Regierung Jesu. Das Leben Christi fließt aus uns heraus, denn wir haben Autorität. Wir drücken dieses Leben aus. Doch wir haben dieses Leben in Ehre und Autorität nur in Christus, nicht durch uns und nicht durch das, was wir tun. Viele Menschen vertrauen mehr auf den Teufel, der schon längst besiegt ist, als auf Jesus. Sie rechnen ständig damit, dass Satan ihnen das Leben schwer macht. Sie reden darüber, welche Fehler sie gemacht haben. Hört auf, irdisch zu leben, bitte. Hört auf, irdisch zu denken. Hört auf, irdisch zu fühlen. Hört auf, irdisch zu handeln. Das Auferstehungsleben Christi ist in euch. Aber begreift, dass ihr an einem anderen Ort weilt, der Himmel heißt. Reinhard, ich fühle mich nicht wie im Himmel, es fühlt sich eher wie die Hölle an. Klar, denn wir leben, was wir fühlen. Deshalb werden wir nie erleben, was wirklich wahr ist. Gestern hatte ich eine wunderbare Erfahrung. Wir hatten mit dem Amt zu tun wegen Brasilien Kids Care. Es war eine sehr spezifische Sache und wir hatten versucht, alles richtig darzustellen. Aber wie es in Brasilien ist, man braucht die gesamte Dokumentation und die Gunst der Leute auf dem Amt, um etwas zu erreichen. Was ich danach von unserer Direktorin zu hören bekam, war genial. Sie sagte, diese Verhandlungen waren der Himmel auf Erden. Das Erstaunliche ist, wir hatten vorher kurz gesprochen. Sie war zu diesen Verhandlungen mit purem Glauben gekommen. Ich bin überzeugt, das, was du glaubst, wird geschehen. Wenn du etwas erwartest, wird es geschehen, weil du es glaubst. Wenn du an Vollkommenheit und Autorität glaubst, wirst du anders handeln. Wir handeln immer aufgrund des Glaubens in unserem Herzen. Wenn du also nichts Gutes erwartest, wirst du nichts Gutes in deinem Leben erfahren. Was wäre, wenn du wirklich glaubtest und dann Jesus in deinem Tag erlebtest? Wir müssen begreifen, dass wir aus der Position des himmlischen Orts heraus agieren. Es bestimmen dich also nicht die Umstände deines Lebens, sondern wir haben Autorität. Wir bestimmen die Umstände. Wenn wir das begreifen, können wir aus dieser Position heraus handeln. Wenn wir das täten, wir wären ganz andere Menschen. Ich hoffe, ihr alle, die ihr mir zuhört, könnt das im Herzen ergreifen. Wenn ihr versetzt seid mit Jesus an diesen höchsten Ort der Autorität, dann müsst ihr das in einfachem Glauben umsetzen. Wenn etwas schief geht, wenn Chaos um dich herum herrscht, beruhige dein Herz und sage, Herr, ich brauche jetzt offene Augen. Ich sehe es gerade aus der irdischen Perspektive, aber eigentlich bin ich im Himmel. Ich möchte das aus der Perspektive des Himmels aus ansehen. Dann werden die Probleme keine Probleme mehr sein. Du wirst hinaufgezoomt in den Himmel und siehst, was los ist. Ich erinnere mich, als wir im Jahr 2001 Debbie ins Krankenhaus brachten. Wir dachten, sie stirbt. Ich hatte einen Flug nach Amerika für uns vier gebucht. Wir lebten damals in Österreich. Ich sollte in Amerika predigen und dann wollten wir noch Urlaub dort machen. Ich sagte, ich muss diesen Flug stornieren. Aber Debbie sagte, du stornierst diesen Urlaub nicht. Du gehst nach Amerika.
Ich sagte, nein, ich lasse dich nicht allein. Welch ein Ehemann wäre ich, wenn ich dich hier zurückließe? Sie sagte, du fliegst. Ich verschob den Flug auf eine Woche später. Der B entließ sich selbst aus dem Krankenhaus. Sie ließ sich direkt zum Flughafen bringen. Während sie im Krankenhaus war und die Ärzte ihre innere Infektion zu behandeln versuchten, die Krankheit war sehr ernst, diese Infektion war nicht behandelbar. Was tat Debbie? Sie betete für die anderen kranken Leute in ihrem Zimmer. Sie sagte, es ist so wunderbar, weil im Krankenhaus die Menschen so verzweifelt sind, dass sie Gebet annehmen. Aus der himmlischen Perspektive sehen die Dinge ganz anders aus. Also, ihr braucht keine Angst zu bekommen, wenn ihr in schwierigen Umständen steckt. Beruhige dein Herz und danke Jesus. Er hat dir das Auferstehungsleben gegeben. Das kannst du in einfachem Glauben durch dich fließen lassen. Jesus, du hast mich über alle dämonische Kraft erhoben. Danke dir. Dann stellst du dir vor, dass du über alles erhoben wurdest. Und danach bittest du um geöffnete Augen. Nun schaust du hinab auf dein kleines Problem. Und dein Herz wird mit Glauben erfüllt. Und du fragst dich, warum war ich eigentlich in Panik? Ich sitze hier bei Jesus. Warum habe ich mir Sorgen gemacht? Wenn du so aus dieser Perspektive, der Bibel lebst, wird sich alles vor dir verneigen. Du wirst keine Probleme mehr haben. Alle Situationen, alle Menschen, alles wird sich vor dir verbeugen, weil du Autorität hast. Ich lebe nicht im Reinhardtgeist. Ich gebe meinem Jesus die Ehre für alles, was er für mich tat. Er ging ans Kreuz, um mir dieses Leben zu ermöglichen. Alle Ehre nur ihm. Danke, Jesus. Du liebst mich so sehr, dass du mich mit dir auf den Thron nimmst. Ich denke, das größte Geheimnis ist, dass die Menschen, die keine Weisheit hatten und die verloren waren, nun erhoben sind auf den höchsten Thron. Wir alle haben die Hölle verdient, wir haben es verdient, zurückgewiesen zu werden und erniedrigt zu werden, aber wir wurden an den höchsten Ort erhoben. Wir waren alle Sünder, schlimme oder weniger böse, aber Sünder. Das Wunder des Werks Jesu ist so großartig, dass wir es nie vollständig begreifen werden. Also, glaube, dass du Autorität hast. Lass sie in deinem Herzen wirklich werden. Dann lebe sie. Gib Jesus immer die Ehre über alles. Danke fürs Zuhören.